Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich dann hier zur Pressekonferenz im Anschluss an das DFB-Pokalspiel begrüßen. Eine herzliche Gratulation geht natürlich an den natürlich hochverdienten Sieger aus München. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten Pokalrunden. Und ich darf das Wort dann auch jetzt an den Gästetrainer, Herrn Werder, weiterreichen, der sicherlich das Spiel aus seiner Sicht nochmal kommentieren wird. Ja, hallo zusammen. Ja, erstmal sind wir natürlich froh, dass wir hier und heute in den Zeitplan eingezogen sind. Das war das Ziel. Das haben wir, glaube ich, auch klar hinbekommen. Wir mussten eine Schrecksekunde überstehen, ganz am Anfang, wo wir noch nicht ganz im Spiel waren. Konteraktion über die linke Seite, wo es sehr, sehr gefährlich war. Wenn da das 1-0 fällt, weiß man nie, wie die Dinge dann laufen, aber das wäre natürlich ein sehr schwieriger Start für uns gewesen. So haben wir dann relativ schnell die ersten Tore gemacht und für Klarheit gesorgt. Ja, und dann muss ich sagen, hat meine Mannschaft, glaube ich, heute einfach gut gemacht auch. Hat eine große Spielfreude entwickelt im Spiel und hat eigentlich nie aufgehört, aufs gegnerische Tor zu spielen und war da sehr, sehr konzentriert und spielfreudig. Auch ein paar tolle Tore gemacht, denke ich. Und ich denke, was jetzt Saarbrücken angeht, ist eine Mannschaft, die in der zweiten Liga eine sehr gute Position hat, aktuell eine gute Arbeit macht, darum kämpft, in die Einklasse in die zweite Liga zu kommen, darum kämpft eventuell sogar, um den Aufstieg zu kämpfen, ja, mit Leverkusen gemeinsam. Da sind, glaube ich, ist die Priorität, glaube ich, auch ganz klar auf der Liga. Haben jetzt am Sonntag, glaube ich, gespielt gegen Köln. Also ein hartes Programm. Haben wir, glaube ich, auch trotzdem sehr, sehr gut gekämpft und auch gut dagegen gehalten. Nur wenn natürlich dann die Tore fallen, dann ist irgendwann natürlich die Gegenwehr, nimmt dann ein bisschen ab, ist halt klar. Und das haben wir dann einfach nochmal ausgenutzt, um ja, für uns mal ein bisschen mehr Rhythmus aufzunehmen. Wir hatten jetzt viele, viele Spiele unterwegs bei den verschiedenen Turnieren mit den Nationalmannschaften und man hat einfach gemerkt, dass sie wieder Lust drauf hatten, gemeinsam zu spielen und das war für uns halt wirklich sehr positiv. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Werner. Dann darf ich das Wort an unseren Trainer, den Teil gerne weitergeben, der sicherlich heute etwas, vielleicht etwas geknickter ist, aber im Anlass des Gegners kann man da, glaube ich, auch drüber witzig. Kai. Ja, vielen Dank. Was heißt geknickt? Also ich denke, wir haben uns gefreut, ja, Pokalspiel gegen Bayern zu haben. Und ja, haben wir viel vorgenommen, wie mein Kollege eben gesagt hat. Wir sind, glaube ich, ins Spiel gut reingekommen. Die erste Chance, ja, wenn man das macht. Klar, das wäre uns Freude gemacht, aber ich denke, Bayern, ja, mit ihrer Qualität, ja, da wussten wir, dass ein sehr schweres Spiel wird. Und ja, haben wir schon gewusst, dass die ja, Standards sehr, sehr gefährlich sind und mit ihrem Spielsystem, mit der Spielfreude, ja, wenn man den dann still lassen oder Standards zulassen, ja, haben wir gewusst, dass alles so schwer wird. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich denke, die Niederlage, ist klar, kann man nicht sagen, das haben wir von vornherein gesehen. Aber wir haben versucht, dass wir nicht so hoch verlieren. Ja, und ich denke, die Mannschaft hat alles gegeben, trotz unserer Konstellation ja, mit den Verletzungsspielerin, ja, oder ja, einer unserer Torjägerin, die heute nicht dabei sein konnte wegen Arbeit und so. Und ich denke, nichtsdestotrotz, die Medien, die da waren, haben versucht, dagegen zu halten. Und ja, die Gegentore, wie ich es eben erwähnt habe, ich denke, von der Hälfte haben Bayern ja, viele über Standards gemacht, auch viele über Außen gemacht. Von daher kann ich nur sagen, Kompliment an die Bayern. Ich hätte mir gewünscht, ja, nach einigen Toren, dass mein Kollege vielleicht, ich weiß nicht, seine Mannschaft sagen, lass Ball laufen, ja, wir mussten nicht den Gegner auf der Wand schießen, ich denke in der 10-0 oder sowas. Aber okay, das ist Fußball und wir haben Zeit dafür gehabt. Ja, wir haben jetzt am Sonntag gespielt und heute muss direkt spielen. Und, ja, das war auch nicht so einfach für uns und das nächste Spiel steht schon Sonntag. Ja, und ja, ich hoffe nur, dass man Medien gut erholt und dann guck mal, dass man die nächste Spiele in die Liga, das ist eh unser Ziel in der Liga, was zu erreichen und ich denke, da sind wir auch momentan gut dabei und von daher, es werden die Medien, habe ich schon gesagt, Kompliment, lasst euch nicht hängen, Bayern war so stark für uns heute und dann, ja, die Niederlage muss man akzeptieren und geht weiter. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Also was wir eben bekommen haben, dass sie irgendwie einen Schlag im Knie gekriegt hat und was genau ist, muss man abwarten, entweder heute oder spätestens morgen, wenn die dann zum Arzt geht, dann werden wir mehr erfahren. Ist hoffe nicht schlimm, weil wie gesagt, im Moment haben wir Verletzung, Pech, ja, und ja, deswegen hoffe ich, dass es nicht schlimm ist. Vielen Dank.
das noch weiter fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich beiden Trainern ganz herzlich danken für Ihr Kommen zur Pressekonferenz. Danke Ihnen, liebe Vertreter der Presse, für Ihr Kommen. Schreiben Sie auch ordentlich über den Herstatt dieser Folge, so schlecht waren die Rede es dann auch nicht. Wir danken ganz herzlich auch der Spielvereinigung Quirschi, dass wir hier heute Gast sein durften. Ich denke, auf dieser Anlage war auch ein würdiger Rahmen für dieses Spiel. Auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen von Quirschi, die uns hier auch tatkräftig unterstützt haben. Vielen Dank für Ihr Kommen.